Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin euer Philbo. Wir haben noch mal Minus Kamerakiste. Ich bin dann einfach nur über eine Farm geritten, habe mich mit einem guten unterhalten. Und dann ist mir einer auf das Pferd gelaufen und ich konnte nichts dagegen machen. Und ja, wieder negativ Karma. Ich habe ihn glücklicherweise nicht getötet. Ja, aber es gab trotzdem Minus Karma. Leider. Deswegen müssen wir mal ein bisschen was tun hier, damit wir ein bisschen wieder positiv dastehen. Deswegen machen wir jetzt hier ein paar Aufgaben. Weil, ja. Hey, komm her, Kid. Was? Warum? Don't you disrespect me, boy. I did it. Damn, Bill. You know, I don't like your attitude. Well, okay then. Ah! Damn right it's okay. Get lost, Bill. Half shit. Bill ist ein kleiner Rassist. Würde ich mal so vermuten. Wie auch geil, wenn man bei ihm zu lange dieses Teil noch rausschmeißt. Was? Hör doch, wir haben Food und alles mehr als genug. Was erzählt er denn da? Was macht ihr da? Ach, er macht das sauber. Oder wie? Ja, scheint so. Okay. So ein bisschen Holz hacken noch hier vielleicht. Wir müssen echt ein bisschen mehr gut werden. Das ist echt. Das kann echt negativ enden für uns. Bin vielleicht jetzt noch nicht in der Position, dass es negativ wird, aber ich bin lieber ein bisschen positiv als negativ, sage ich mal. Die Spielfeld dankt es ein. Ich werde da nicht gerne überall gesucht, sage ich mal. So. Das sind ja noch ein paar Holzstämme, die wir hier machen müssen. Ah, Hafer, gefailt. Ich sehe auch so animationstechnisch, sind da so ein paar Dinger einfach hier. Zum Beispiel, wenn die Axt stecken bleibt, schickt sie im Holz und nicht in der Spalte da. Deswegen, ich kann nicht verstehen, warum das Spiel so krass gut bewerben wollte. Klar, es hat atmosphärische Elemente, die ultra gut sind. Das muss man auch sagen, dann habt ihr einfach, speziell jetzt, die Gaming-Szene, also Game-Zeitschriften und so weiter, habt ihr einfach die anderen Spiele viel zu gut bewertet. Das ist einfach Fakt. Ich meine, sie haben teilweise Call of Duty mit 90 Punkten bewertet, was es niemals ist. Selbst auch mir jetzt das neue Call of Duty-Spiel ist sehr viel und trotzdem ist es nicht so krass geil, muss man einfach sagen. Das ist es, wenn man da 90 Punkte für geben muss oder so. Naja, gut. So, was haben wir hier noch? Da noch einen schwarzen Sack. Was haben wir hier? Achso, einmal Wasser tragen. Genau. Das gibt's ja auch noch. Wir müssen Wasser treppeln, Wasser schleppen. Einfach so Mini-Aufgaben, aber. Okay. Naja. Das sieht wenigstens, sag ich mal, vernünftig aus für unsere. Genau oben. So gefühlt zumindest ein bisschen. Da ist ein paar Verkommen, ja, komm später wieder. Oh. So, was haben wir hier? Füllen wir das mal auf. So. 6 Detailpunkte gibt es dafür. Ja, danke. Echt mal, warum bist du unter meinen Füßen? Arthur, get cleaned up. You've got blood all over you. There she is. You seem to have everything well in order here. Okay, wir sollten vielleicht erstmal wieder duschen gehen. Oder baden. Wir werden angesprochen drauf. Ist auch ein cooles Feature eigentlich. So, nehmen wir noch einen Heulballen hier mit. Komm. Arbeit, weil der Holzball hier kommt nämlich direkt hier vorne hin, deswegen ist das ein relativ easy 200 Punkte. Und ich bin echt bei jedem Punkt dankbar, so. Ah, der Kinderhafer, sehr schön. Der drei Punkte, so, dann nehmen wir noch den Sack hier mit. Damit Daily Business erledigt, würde ich sagen hier.
Wir müssen echt derjenige, der sich echt um das Camp kümmert. Frage ich mich, was eigentlich Dutch macht die ganze Zeit. Na, ah, schon die Gespräche zwischendurch, muss man sagen. So. Ach ja, das Deutschland, unser Deutschland. Zack. So. Nochmal ein paar Pünktchen für, sehr schön. Sind ja der gute Cowboy. Da können wir schneller laufen im Camp. Das ist aber so ein bisschen ätzendes. Ach guck mal, jetzt hat uns hier gar keine Aufgabe mehr gezeigt, aber wir können sogar noch genau was machen, denn wir haben ja immer noch einen Strohballen hier liegen. Hä? Das geht nicht. Oh lol. Da können wir eine bestimmte Anzahl Aufgaben machen im Tag. Das ist natürlich krass. Ach ja, ich wollte meine Sachen noch verkaufen. Oh, mein Pferd ist im Kacken. Sehr schön. Achso, ich kann ja meine Waffen jetzt nicht nehmen. Ach, ist ja schön. Na gut, egal. Wir haben wenigstens halbes Zeug dabei, was wir haben wollten. So, wir gehen mal eben schnell hier hin und geben unser Fleisch ab. Luca ist gesperrt. Ja, hallo du. Zack. My table awaits your offerings, Mr. Morgan. Das und das geben wir ab. So. Good job, Mr. Morgan. Genau, muss verbessern. So, ja, hier die Tonika-Tasche habe ich jetzt mal aufgewertet. Das sind die Widderschädel hatten wir noch. Und den Alligatorschädel. Ansonsten hatten wir das Rest. Ja, fehlt das hier leider alles. Ja, Kuhfell hatten wir noch fertig gehabt, stimmt. Und ja, hier Wapiti und. Das da. Ja. Nicht besonders viel, aber gut, dann machen wir mal den Raubüberfall, würde ich sagen. Also ein bisschen Action kriegen hier. Ah, ich darf hier nicht lang. Cool. Macht hier was kaputt. So. Was ist los, Javier? Javier? I heard about a house. Could be interesting. Kind of a house. I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course. Yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Es ist das Haus, das wir fertig gebaut haben. In die Richtung, ne? Ja, Fett, was machst du jetzt, ne? Danke. Oh, wir reiten automatisch. Cool. Das mit der Kamera. Wo sind wir denn gerade? Ach, hier sind wir. Ach, die Familie haben wir schon ausgeraubt. Pretty close now. Let's stop and go on foot from here. Na gut. Just up the hill this way. Follow me. Na, die Familie hat mir nur ausgeraubt schon. Jawohl, wenn wir doppeltes Cash dafür kriegen können, wäre natürlich gut. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf.
Well, you just keep selling me on this job, don't you? Oh, big place, right? So, es gibt etwa Muffensau. You got your binoculars. Well, there's a pretty big barn in the back. It's not a bad place to start looking. There must be a lot of people living here. A large house. Stash could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Boy, I think we need to draw them out somehow. And I got an idea. Follow me. Wir folgen dir. Ah ja, wie, was sagst du zu meinen ganzen goldenen Waffen? Sieht das schick aus? Steht es mir? Oder wirkt das zu prollig? All these trees? I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us too. The coast seems clear so far. Yeah, so far. Alles klar, sterben das Tier. Keep it down. I hear voices. Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Where you been now, noob? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can hollygag all the now, Dago. But Edie takes the toll now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gopher, or I'll flagger your felt, I will. Your niece will pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What are we doing, Javier? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Be quiet! Alles klar. Was macht meiner? Ja, schön, dass du... Ich glaube, ich habe die falsche Waffe mitgenommen. Aua. Holy shit. Also müssen wir Arznei nehmen. Ja, wäre schön, wenn du... Er bewegt sich einfach nicht. Oh, Junge, die Steuerung ist so kacke gerade wieder mal. Das ist unglaublich grottig. Da haben die schnell schon gemacht hier. Bam.
kommt noch auf den Helm. Hallo. Der wäre schön, wenn mein Typ auch schießen, schießt einfach nicht. What the fuck? Er schießt einfach nicht. Was haben wir da für eine Waffe mitgenommen? Springfield und das Repetiergewehr haben wir dabei, hä? Alles klar. Let's look for the stash. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Ja, wir müssen eigentlich alles hier haben. Wir waren ja hier schon. Das wäre natürlich cool, wenn wir doppeltes Geld kriegen. Weil ich laufe einfach rein, denke mir so, ja, mit der Shotgun einfach das wegfetzen. Am Arsch. Ging ja gar nicht. So, was muss denn. So, da haben wir noch irgendwo eine Leiche. Oh, der brennt, okay. Ich komme ja schon. Mal den am Typen plündern hier. You want the money or not? Come on. Was denn? Schieben? Ja, gut, dass wir schieben. Oh, well, look what we have here. Oh, money. Nice. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. So. $175. Nice. Das gefällt mir doch. Zack. Noch mal ein bisschen was geholt. So. Wer ist mein Pferd? Er klaut sich einfach ein Pferd oder was? Das kann ich noch looten hier. Wie sieht es mit so einer Minuskammer aus? Ja, ein bisschen Wetter haben wir noch. Minus 2 Grad haben wir und ihm ist nicht kalt. By the way, ihm ist nicht kalt. So, dann hätte ich jetzt gerne endlich mal meine. Ups. Meine Halbautomatik, danke. Da hätte ich einfach eine falsche ausgewählt gehabt. Ich glaube aber nicht. So, doch. Oh, es ist jetzt auch mal kalt. Das ist so interessant, jetzt wird uns doch endlich mal kalt. So, wir benutzen unser Winteroutfit. Zack. Und schon sollte uns nicht mehr kalt sein. Was haben wir denn hier? Canopy, Dosenlachs, Mais, Dosenpfirsiche. Nehmen wir denn hier lecker? Haben wir vielleicht ein paar Cracker noch hier zum. Ah, hier die Kekse. Die hat Kekse genommen. Kekse. So, habe ich jetzt zugespammt. Aha. Ja, was macht Chave jetzt? Hey, Javier. Alles klar bei dir? You ever miss home? Must be hard, being so far away. Hey. Er sagt einfach gar nichts. Alles klar, gib einen Fick auf uns. Danke, Javi. Sehr freundlich von dir auf jeden Fall, uns gegenüber. So, hier haben wir das brennende Haus gehabt. Ich weiß, hier kriegen wir noch ein schönes Pferdchen eigentlich. Aus, ja, müssen wir den Weg hinfinden. So, Barrow Legion. Haben wir auch mal gewesen? Ich weiß nicht. Irgendwo muss auf jeden Fall noch die Alpen gewesen sein. Die Alpen, sage ich schon, die Berge, wo wir halt den Typen geholt haben. Hier haben wir, glaube ich, gejagt. Kann das sein? Hier haben wir, glaube ich, gejagt. Wahrscheinlich schön wie die Berge, weil hier ist schon alles aufgedeckt war. Hier haben wir noch irgendwas. Waffen verboten. Was ist denn das hier? Schauen wir uns das doch mal an. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge, ne?
Nein, Pferd nicht wieder mal gegenreiten. Ja, Pferd ist jetzt nicht da. Runterreiten. Jetzt haben wir so zweimal überfallen und haben zweimal dicke Kohle bekommen von denen. Hm. Ist ja auch gut, ich weiß jetzt, ich hab nicht auf Attack. Minuskammer bekommen. Ja, danke, Pferd. Dummes Stück, du, ey. Das hättest du dämlich. Wenn jetzt eine dämliche Sache in diesem Spiel gibt, ist es das Pferd. Also die Pferdesteuerung bzw. die Orientierungssinn von dem Pferd oder dieses Abfragesystem funktioniert einfach gar nicht. Das ist echt ultra schlimm. Ja, wenn es im ersten Teil auch so schlimm war, ja, brauchst du mal Zeit. Da habe ich echt null verlangt, den ersten Teil noch zu spielen. Muss man sagen. So, schon mal hier. Hier war ja der Wolf, den wir geholt haben schon. Da sind die weitergeritten, so wirklich, ne? So, jetzt sollte er einfach mal nach. Ah, Wölfe wollen mich. Kommst du mir noch hinterherlaufen? Also auch gut, wenn wir das Set beruhigen, können wir ein bisschen Ausdauer wieder. Die verfolgen mich echt weiter. Scheint nicht zu mir zu folgen. Ja, noch einmal was von mir. So, dann halten wir die Mistkerle mal. Sie sehen auch beide aus wie legendäre Wölfe, muss man sagen, ne? Ja, komm, schneid den Kopf noch ab, genau. So, das müssen wir eigentlich einfach nur drauflegen. Naja. Jetzt streichen wir dich mal. Striegeln wir dich nochmal ein bisschen hier. Guck, Girl, alles gut hier. Timberwolf, ah. Ein Timberwolf sieht aus wie ein legendärer Wolf, okay. Okay, wieder eine Zwischensequenz, der Kleine, wie immer. So. Na, mal ein gutes Pelz noch bekommen. Sollte uns auch noch ein bisschen Geld einbringen. Ich bin jetzt auch eher so an den Punkt angekommen, wo ich nur wirklich perfekte Sachen ins Lager bringe. Weil Geld ins Lager stecken bringt mir momentan erstmal gar nichts mehr. Muss man dazu sagen. Wissen nicht wofür, weil wir haben alles gekauft. So. Und hier ist das Reservoir. Bisschen Fail für mir. Keine Waffen benutzen, okay. Wir speichern einfach mal. Ich will speichern, bevor ich sterbe. Das wäre ganz schlau, denke ich mal. Zack. Sehr schön. Oh, nochmal bis natürlich Story beigetragen. Zu lang gehen, alles klar. Er fährt, beweg dich. Good girl. Aber Pferd wird noch langsamer. Er kommt gleich zum Stillstand. Ey, der Schatten bewegt sich schneller. Hello, boy. Kann man untersuchen. Guck mal. There's nothing I have to say to you. So viele verschiedene Hunde oder was? Hm. War denn hier irgendwas? Vielleicht?
bin zwar schneller. Ja, bin ich. Behind you, ma'am. Why have you come to this place? Nice to see you, ladies. You have no reason for being here. Okay. Ich will nur freundlich sein. Hey, mister. You do not belong here. We have nothing for you. Hello, sir. I want no dealings with you. Mann. Ich will ein bisschen positives Kamera holen. You should not have come here. Okay, sir. Geh ich halt wieder. Wenn ihr so dagegen seid. Hey, boy. Hallo, madam. There is no place for you here. Ich hab's ja verstanden, ihr mögt mich nicht. Mister, excuse me. You shouldn't be here. Hey, boy. So, wir sind jetzt und so. Wir sind immer noch negativ. Na gut, dann würde ich sagen, wir hauen hier mal ab. Denn die Leute mögen uns ja scheinbar nicht. Warum auch immer. Ich war so nett zu ihnen. Ja, komm her, Pferd. Hast du da hingekackt? Pferd. Kann man streicheln, will ich nochmal hier. So, wechseln wir da zur Sommerklamotte. Oder wahrscheinlich kannst du es trotzdem nochmal als Pferd. So. Hier haben wir sonst nichts. Hier wird es noch weiter in die Richtung gehen. Was ich auch interessant finde. Hier mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich will aber hier lang gehen. Danke. Dann schauen wir nochmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ich darf in dem Gebiet keine Waffen benutzen. Schlimmere finde ich eher, dass ich hier irgendwie der lahmarschig as fuck bin. Ja, ich habe immer noch nichts. Jetzt kann ich loslegen. Sehr schön. So. Jetzt kann die Flinte. Dankeschön. So. Ich werde eigentlich wegen dem Munitionsmangel, den wir manchmal so gefühlt haben, eigentlich mal auf die Revolver wieder wechseln. Aber gut. Ja, es scheint ein sehr krieges Treiben zu sein. Also hier im Gegenverkehr auch wieder Katastrophe. Würde ich sagen. Ja. Dann schauen wir doch mal. Easy there, girl. Vielleicht haben wir irgendwie neue Tierarten oder sowas hier. Jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viele Vögel. Die hört man hier auf jeden Fall sehr gut. Ah, haben sogar eine Fremde. Hi there, mister. Don't speak to me. Don't speak to me, boah. Yep. Netter Mann. Ich mag ihn nicht. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Oh, schade. Dann können wir eigentlich auch hier noch hinreisen. Dann haben wir es auch schon fertig. Sehr unfreundlich, der Mann. Ich grüße ihn und er sagt so eine Runde, fick dich. Oh. Nicht so freundlich. Schön, dass man Friends mit allen sein will. Wollen alle Best Friends werden hier. Hab ich gehört. Ich hätte eigentlich gehofft, dass sie vielleicht noch wie so ein legendäres Tier oder so ist. Hier ist ja gar nichts. Pflanzentechnisch ist jetzt auch nichts. So. Hey, Partner! Oh, er sagt Good Morning. Oh. Er ist freundlich. Sehr schön. So,
Aber hier sehe ich echt an Pflanzen gar nichts gerade. Can't you see I'm tracking game here? Okay, sure. Good luck. Shh. Will er jagen? He's laying a good trail. Ist denn Grizzly ernsthaft? Sollen wir da sitzen? Eine Stockente, alles klar. So, der Bär geht aber hier weiter. Gerade noch was gesehen habt ihr hier. Was haben wir denn hier? Ackermünze. Oh. Gott sei Dank habe ich schon zwei. Holy shit. Oh Mann. Erstmal Kekse essen. Erstmal reichlich Kekse essen. Warte, haben wir bestimmt irgendwo noch hier angebrochene Arznei, genau. Das gibt es irgendwie auch als Trophäe, wie 18 Bärendinger überleben. Bärenfell schlecht. Oh, toll. Ich habe halt keinen Sniper gehabt und ich musste mal um mein Leben kämpfen. Davon glaube ich mal. Holy moly. So, wo ist mein Hut? Nein, ich bin mein Hut. Gut, haben wir den Bären von ihm gefunden. Der war wohl gerade Fischer verfangen. Oh Mann, ey. Hier weiter. Der Pferd wäre schön, wenn du nicht gegen Bäume reiten würdest. Würde es sehr begrüßen. Muss ich sagen. Es kann ein Vogel gegen uns geflogen, deswegen ist er gestorben. Ernsthaft? Ja. Alles klar. Sorry, kleiner Fratz, aber. Kriegen Sie noch einen guten Kadaver raus. Alles klar. Hey. Go on. Geh. Oh, er ist wieder aggro auf uns. Toll. Grüß dich schon zweimal und schon ist wieder pisst. Daher werden wir einen Angriff überlebt. Und Gott sei Dank, dass ich noch einmal Arznei benutzt habe, glaube ich. Jetzt hätten wir es vielleicht doch nicht überlebt. Ich weiß nicht. So, hier den Part haben wir auch jetzt fertig. Hier irgendwas? Scheinbar ja nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, wir können die Strecke mal lang reiten hier. Gucken, wo wir hier rauskommen würden, ne? Das würde mich mal interessieren. Zack. Einfach mal gucken. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao. We're broken people now. We'll be right back.
be nothing, ain't that something? I've risen from the bottom, I got them eyes on the prize, and inside I'm damn right I overcame. Y'all know the name, we similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name. Right now, I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today. Like, I'm all on my own now, but won't ever let you down, won't let you down, down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Giving it every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit, yeah, that's right, I done had it. Real all the time, if you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now, I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe, feel the vibe, feel the, feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. Between our streets, we're broken people now. We're broken people now.